Ja, hallo und willkommen zum Angespielt von V-Rising, dem Vampir-Survival-RPG, so möchte ich das Ganze mal nennen, welches sich momentan noch für wenige Tage in der Early Access Phase befindet, aber am, ich glaube, 18. Mai 2024 online geschaltet werden soll. Ich hatte das Vergnügen, schon ein bisschen vorzeitig zu spielen und ja, würde mit euch das Ganze jetzt gerne mal kurz ein bisschen anspielen. So, bevor ich jetzt allerdings loslege, die ganze Zeit schon viel zu quatschen, müssen wir erstmal ins Spiel rein. Und zu diesem Zwecke werde ich jetzt hier mal auf Spielen drücken, nicht auf Fortfahren oder Laden, sondern auf Spielen. So, da haben wir dann die Möglichkeit, uns Online-Spiel, also einen Server zu suchen, ein privates Spiel bei uns auf dem Server zu starten, beziehungsweise bei uns auf dem Rechner, wo wir auch mit anderen zusammenspielen könnten. Hat Vor- und Nachteile, auf die ich aber auch nochmal eingehen würde. Oder ne, kauft ihr doch einfach einen Server, ne, dedizierten Server hosten, Miete ein, ja, so machen die das heute. Ne. Nicht mehr Serverfarmen aufstellen, die sagen, hier, ne, kauft ihr einen, ja, oder mietet ihr einen. Wir werden jetzt mal auf Online-Spiel gehen. Entscheiden uns in dem Zusammenhang, um es euch am besten zeigen zu können, auch mal im PvE. PvP kann interessant sein, Duo-PvP ebenfalls. Trotzdem bleibe ich jetzt mal bei PvE. So, hier haben wir jetzt eine Menge Auswahlkriterien. Ich werde mir jetzt einfach mal hier irgendeinen Server raussuchen. Ach ja, okay, das ist jetzt eigentlich egal, welchen ich nehme. Das Einzige, wo man vielleicht drauf gucken sollte, sind diese Klamotten hier. Ne? Was haben wir da? Ne? Sind das Standardeinstellungen? Sind da Sachen geändert worden? So, wir werden hier auch keinem Clan beitreten. So, hier scheint alles normal zu sein. So, da würde ich jetzt im Spiel einfach mal... Ich werde einfach mal drauf gehen. Ne? Los geht's. This was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Jawohl, also wenn man mich fragt, ne, bereits sehr vielversprechend. So, dann können wir uns hier jetzt mehr oder weniger erstmal einen Charakter zusammenstellen. Ne, ich mach da einfach mal was. Ne, ein bisschen hier und hier. Ach, guck mal hier. Ja, ja. Ne, das ist es doch. Herz allerliebst. So, ich werde mich mal auf sowas hier beschränken. Merkmale, jawohl. Auch da, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie der Freund von ne, lange, schmierige Haare und eben so einen langen und schmierigen Bart. Und da muss man halt noch ein bisschen böse gucken. So, Zubehör brauchen wir auch nicht. Kann ich an der Stelle auch schon abschließen. So, ich bin der Ghoul. Abschließen. Und weiter geht's. Zum Aufwachen, Leertaste drücken. Ja, hier spawnen neue Spieler auf dem Server. Und wir. Wundervoll. Also, ich spiele ganz mit Maus und Tastatur, wobei das auch, man, ich würde sagen, bedingt Controller
gesteuert funktionieren kann. Es wird aber dann bei Steam zumindest die Nachricht ausgegeben, es kann sein, dass manche Klamotten ein bisschen komisch wirken. Hauptsächlich im Baumenü. Also wie gesagt, das ist ein Survival, doch RPG, Grind-Game und naja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen an und laufen einfach mal hier rum und machen, was er sagt. Hubert, hallo, ne, da liegt er rum. So, wir können hier auch, ja, boxen und Steine sammeln. Zum Ziehen halten. Okay, offensichtlich will ich Hubert irgendwo hinziehen. Ja, das ist ja schon mal lustig, ne? Also, wir laufen hier dann jetzt hier rum und sammeln alles auf. Das ist ein bisschen umständlich tatsächlich immer, ne? Laufen mit WASD und dann auf F zum Sammeln. Ah, da kommen noch viele, viele weitere Knöpfe später zu. Aber mir hat es trotzdem immer noch besser gefallen, als mit Gamepad zu spielen, weil wir, wie gesagt, auch bauen müssen. Und das Baumenü, das fand ich sehr anstrengend, muss ich zugeben. Sehr, sehr anstrengend. So, was nicht ganz ohne ist. Wir sehen hier oben links zum einen immer eine Aufgabe, also unsere nächste Aufgabe. Wir sehen hier unten ein tolles Menü und hier oben Tageszeiten sowie eine Minimap. Das wird alles später nochmal von Relevanz sein. Wo wir uns jetzt ganz strikt einfach nachhalten werden, ist: Verlasse die Gruft, check. Sammle Knochen, 5 von 30. Alles klar. Und ne, dadurch schalten wir dann ein Rezept frei für ein Knochenschwert. Wir sollen also hier erstmal rumlatschen. Ach ja, und wir können sowas machen. Also so nach vorne preschen und dann sagt er uns auch immer, ah, du brauchst ein bisschen Zeit. Boom, boom. So, bis hierhin, muss ich gestehen, fühlt es sich auch noch so ein bisschen an wie so ein Hack and Slay. Tatsächlich. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar von Knochen, die wir einfach hier von Gegnern sammeln, die wir umgeboxt haben. So, verhältnismäßig unkompliziert. So, eine Ratte nehmen wir uns auch noch. So, den Sarg öffnen wir. Darin befinden sich Knochen, Holz und Steine. Das sind welche unserer Ressourcen, die wir noch sehr intensiv farmen werden. Aber dazu später mehr. So, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben genug Knochen gesammelt. Und ich kann jetzt auf Beanspruchen drücken. Steht auch hier. Neue Belohnung verfügbar. Schließen und so weiter. Wir drücken jetzt auf Beanspruchen. Wer hätte das gedacht? Öffne das Inventar. Schnell. Check. So, wir sollen dann auf Herstellen drücken und können uns jetzt ein Knochenschwert herstellen, den wir hier einfach drauf drücken. Das haben wir dann auch automatisch angelegt. Das ist nicht immer so. Okay, dafür sehen wir hier 29 von 32. Da fehlen uns noch ein paar Knochen. Okay, wir werden uns weitere Knochen sammeln, indem wir Gegner umhauen. Nimm das, du Gegner! Und gleichzeitig sollen wir ja auch Feinde mit unserem Knochenschwert töten. Es läuft also alles Hand in Hand. So, mal schauen. Wunderbar. So, Knochenring. Hätte ich jetzt vermutet, erfolgreich angelegt. Okay, Ausrüstung. Der ist also direkt hier im Ausrüstungsplatz. Wir müssen auch hier, und das wird später auch nochmal ein bisschen wichtig, also hier haben wir so benutzbare, ja, der Schnellzugriff, will ich es mal nennen. Hier eben halt über die Tastatur, also schneller Waffenwechsel, sage ich einfach mal. Und hier dann linker Mausklick eben halt hauen, Space, quasi dieser Schattenschleier, also dieses... Ja, ihr seht, dieses nach vorne sprinten, so eine Art Ausweichen ist das, was aber auch ein Avatar, also ein Schemen hinterlässt, so einen schwarzen Schatten. Und wenn ein Gegner uns angreift und wir das machen, dann greift er weiterhin da an. So, aber wir sind jetzt hier schon wieder fertig. Schalte folgenden Vorteil frei. Neuer Zauberplatz. An Achievement, to be sure. Wunderbar. So, und wir sehen, es ist was Neues dazugekommen. Der Schattenblitz, den habe ich im späteren Verlauf kaum verwendet. Heißt aber nicht, dass man den später tatsächlich noch braucht.
Schaden und Lebensraub zufügt. So, triff Feinde mit Schattenblitz. So, und jetzt geht los. Ziele mit Zauberspruch. Bei uns ist das jetzt R. Also wenn ich jetzt R gedrückt halte... Okay, nein, ein bisschen zu langsam. Und man muss schon in die Richtung gucken. So, dann castet er den Blitz. Glaubt oder nicht? Ne, auch wenn es gerade so ein bisschen Handy-Spielformat hat, es macht trotzdem Spaß. Auch hier, man kann fast alles kaputt machen. Pflanzenfasern, hier seht ihr Holz. Ich bekämpfe diesen mächtigen Baum. Und dadurch bekomme ich Holz. Ne? Also 62 Ressourcen. Oh, da fliegt der Baum aber. So, wir können auch hier richtig schön Holly alles kaputt kloppen. Hilft uns hier nur nicht, aber zum Beispiel diese Särge, die wir hier haben. So, die können wir nämlich öffnen und alles nehmen. Mal so einen ganzen Stapel Ressource hier. Klack. So, Ratte schnappe ich mir auch, ne, so für den kleinen Hunger zwischendurch. Und wir sind hier auch schon fertig mit dem Schattenblitz. Wir beanspruchen als nächste. Wunderbar. Kontere gegnerische Angriffe mit dem Blutritus. Und finde aus dem Friedhof raus. So, achtet mal hier. Zack, zack. Genau im richtigen Moment. Also der muss gecastet werden und hat dann noch ein bisschen Abzugzeit. Und am besten dann, bevor der Gegner irgendwas macht. Ja. Den habe ich verhauen. So, braucht die Ratte, die Knochen. So, wir können jetzt hier natürlich noch ein bisschen weiter rumstrunzen und ein bisschen gucken und auch die restlichen Gegner töten und so was hier kaputt hauen und ja, Knochen sammeln. Also ich meine, am Anfang ist jede Ressource wertvoll. Tschack, 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 tschack. Wenn man denn schnell genug ist, kann man auch mal so einen Cast rauskloppen. Ich bin für gewöhnlich zu langsam. So, und ich kann auch hier nochmal kurz zeigen, indem ich auf Tab drücke. Unser Inventar, seht ihr eben halt Steine. Und dort gibt es ordentlich, genau wie Knochen, eine wichtige Ressource. Werden wir uns später auch nochmal angucken. Holz und Pflanzenfasern. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist ein Survival-Game. Also ne, es geht durchaus darum, Ressourcen zu sammeln, sich zu verbessern. Klick, Glock. Na komm, die kriegen auch noch einen. Und sich immer weiter aufzuleveln und dementsprechend natürlich da oben die Aufgaben zu erledigen. So, und wir sind hier im, na, ich nenne es liebevoll mal Startgebiet und wir betreten im Grunde jetzt mal erstmal den wirklichen Server, also die wirkliche Spielkarte. Und da gibt es dann noch ein paar Sachen, die wir wiederum beachten müssen. Sowas wie Tag- und Nachtzyklen zum Beispiel, ne? Weil wir sind ein Vampir tatsächlich. Ne? Das heißt, Sonnenlicht ist für uns nicht gut. Wir müssen uns im Schatten aufhalten. Und wir machen jetzt einfach mal. Und ich habe bislang immer die Seite hier gewählt. So, wundervoll. Wir beanspruchen. Knochenschild, Rüstung. Knochenäxte, Knochenkeule. Also, stellt ein Knochenschild Brustschutz her, Knochenschild Hose, Knochenschild Handschuhe. Ja, und so weiter und so weiter. Wir drücken mal wieder auf Herstellen. So, dafür reicht es.
So, robuste Tierhaut und robuste Tierhaut. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Wird ebenfalls sofort als Ausrüstungsplatz angelegt. Und wir haben hier nicht direkt ein Level, sondern je nachdem, wie wir unsere Rüstung wählen und unsere Waffen wählen, beziehungsweise auch aufwerten, was immer quasi aufeinander aufbaut, erhöht bei uns die Ausrüstungsstufe. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt normale Bäume oder Steine können wir umhauen. Kann aber sein, dass wir auf einmal einen Stein finden, den wir nicht umhauen können, weil wir halt noch nicht eine nicht zu hoch genug, wie sagt man das am besten, eine nicht ausreichende Ausrüstungsstufe haben. Dafür müssen wir die Waffen bzw. die Werkzeuge erst quasi upgraden auf das nächste Level und dann geht das und so geht's dann irgendwie ja vom Kreislauf her ewig weiter. So, und er sagt ja gerade schon, wir sollen... Ach, hui, zack. Rums, 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 rums. So, wir brauchen Tierhaut, Tierfelle. So, und wir brauchen Ressourcen. Und deswegen werdet ihr mich jetzt häufiger sehen, oh, wie ich zum einen solche Gegner, ich meine, das sind Untote, wir werden später lebende Gegner angreifen. Banditen und Tiere. Ja, aber erstmal hier sammeln, weil für uns ist nicht ganz unwichtig, dass wir auch die Ressource Holz sowie auch Pflanzenfasern in rauen Mengen besitzen. Und momentan kloppen wir die einfach mit dem Schwert ab. Setzling. Ja, und letztendlich ist genau dieses Grinden, was tatsächlich und zugegebenermaßen Spaß macht. Noch. Das ist ein elementarer Punkt. Das kann allerdings sehr ins, ja, in die Zeit gehen, sag ich mal. Was auch der Grund war, warum ich mich eigentlich gegen ein wirkliches Let's Play entschlossen habe. Bisher. Weil ich weiß nicht, wie interessant das ist, jemandem stundenlang beim Grinden zuzugucken, um dann irgendwas zu bauen. Ah, schön. So, ich kann aber auch direkt mal hier kurz stehen bleiben. Ihr seht, es wird jetzt rund um mich rum ein bisschen heller und ich stehe hier aber noch im Schatten der Bäume. Und ja, das Fällen der Bäume kann in dem Zusammenhang tatsächlich Auswirkungen haben. Achtet mal, wenn ich hier hingehe, ne? Dann wird mir komisch, ne? Dann ist das nicht gut. Und die Sonne zieht tatsächlich ihre Bahnen. Also man muss eventuell gucken, dass man, wenn man im Schatten steht, ne, auch ordentlich im Schatten steht. Und auch Schatten hat. Gesehen, der hat mir meine Ressourcen entwendet. So, ich renne einfach mal weiter. So, guck mal hier so hin, denn da liegt ja eine robuste Tierhaut, die wohl jemand liegen gelassen hat. Ne, und ich breche hier einfach mal durch und sammel. Und da haben wir jetzt einen Wolf, der hat zum Beispiel eine robuste Tierhaut. Und wir können den auch anfallen. Achtung mal. Beziehungsweise uns nähren. So, und das wird später auch nochmal wichtig, sich zu nähren und an diese Prozentzahlen, die hier dann auch dran stehen. Also Blut von Kreaturen hat Auswirkungen auf uns. Wer hätte das gedacht, ne? Positive und negative. Oder eben mal bessere, schlechtere, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den einen oder anderen... Ja, Wolf wollte ich jetzt eigentlich sagen. Lebewesen. Umklatschen oder auch so einen Steinbrocken hier. Erinnert mich so ein bisschen an Lost Ark tatsächlich. Ja, oh nein, die Sonne. Chuck.
das Ganze baut dann auch so ein bisschen aufeinander auf. Das heißt, manchmal muss man halt ja, Sachen sammeln und herstellen, um andere Sachen sammeln und dann herstellen zu können. Das ist, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Sinn des Spiels. Macht aber im Wesentlichen eigentlich ziemlich viel Spaß. So, und stellt euch vor, wir wären jetzt auf einem PvP-Server. Dann könnte ich die, den Wicked oder die Wicked, ne, der, die, das Wicked, einfach so wegklatschen. Und wahrscheinlich ausrauben. Ja, ein immer gern gesehener Bestandteil. So, es gibt auch sowas Ähnliches. Ich will nicht unbedingt Weltbosse sagen, aber es gibt hier mitten im Wald durchaus ja, dickere Gegner, die mir als Totenkopf angezeigt werden. Also die sind dann auch dementsprechend schwierig und wir müssten uns ein bisschen aufleveln, um die zu besiegen. Stehen, du raffinierter Hirsch, du, du Reh. Ja, ihr merkt schon, ne? man wird immer von so ein bisschen von der Sonne hier teilweise überrascht. Also die kann nervig sein. Natürlich gibt es dann nachher die Möglichkeit, sich auch ein bisschen zu schützen. Ich werde jetzt erstmal kurz ins Inventar gehen und das hält uns nicht darauf ab, hier verglüht zu werden. So, aber wir müssten genug robuste Tierhaut haben, um jetzt die Handschuhe sowie auch die Stiefel herstellen zu können. Sehr schön. Haben wir auch direkt an, das ist schon mal ein Vorteil. Und dann geht's weiter, Beanspruchung. So, wir können uns nun weitere Gegenstände herstellen, und zwar eine Knochenaxt und Knochenkeule. Mit einer Knochenaxt können wir natürlich auch kämpfen, sowie auch mit einer Keule. Und es steht hier unten ja immer Ausrüstungsstufen und so weiter. Und gleich wird da auch stehen, dass die unterschiedlichen Waffen, ich nenne sie mal Werkzeuge, ja, manchmal Waffen, manchmal Werkzeuge, für unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut geeignet sind. Also zum Beispiel die Keule, sage ich mal, ist für Stein abbauen, die Äxte für Holz, Gegner bekämpfen ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir machen mal ganz kurz. Wir gehen wieder auf Herstellen und machen uns jetzt eine Knochenaxt. Und eine Knochenkeule. So, dann machen wir gleich noch ein bisschen weiter, denn dann werden wir noch einen Speer dazu kriegen. Das sagt uns das Spiel aber nicht. So, erstmal sagt er gerade Ungeziefer-Salbe. Eine Salbe, die 35% einer maximalen Gesundheit über 15 Sekunden wiederherstellt. Der Heilungseffekt im Kampf ist begrenzt und bricht ab, wenn du Schaden nimmst. Dafür brauchen wir eine Ratte, Pflanzenfasern sowie auch Knochen. Und ihr seht, auch nicht wenig. Für den Moment. Aber das lassen wir jetzt auch erstmal außen vor. Und wechseln jetzt eben halt immer schön hin und her. Ja. So, jetzt habt ihr gesehen oder den Eindruck, ne, die Pompe ist wesentlich langsamer aber als das Schwert und alles, aber die Menge an Steinen, die immer plus geht, die ist insgesamt effektiver und höher. So. Töte Lebewesen, um ihnen ihre Blutessenz zu entziehen. Wir brauchen ja tatsächlich alles. Wir brauchen nicht nur Steine, sondern auch die Lebewesen. Und da haben wir schon eins. So, ich kann hier allerdings auch drauf drücken. So, für den Moment war es jetzt noch nicht so relevant. Wir sehen hier unten übrigens Blut. Also die Menge an Blut, die wir drin haben, und hier darüber dieser Balken, dieser ja, was ist das? Grün, blau, dieser Balken ist unsere Lebenskraft. Wir können Leben aus Blut generieren, aber dann wird das Blut eben halt weniger. Also wir müssen uns doch schon mit dem Blut tanken.
wir brauchen gleichzeitig sehr viele Ressourcen wie Holz und Baum. Ich will jetzt nicht ausarten, aber doch schon mal so ein bisschen mitnehmen. Vorausschauenderweise schon mal für das, was noch kommt. Ja, okay, ich brauche aber tatsächlich Lebewesen. Sehr viele Lebewesen. Klack, klack, klack. So, da sollte ich vielleicht auf die Suche gehen. Ach, hier sieht man es zum Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Berg mit Kupfer. Und da ist meine Angriffsstufe zu niedrig. Also die reicht noch nicht aus, nicht mit dieser Waffe. Da muss ich mich aufwerten. Das reicht auch nicht, wenn ich jetzt 3000 Steine sammle. Also das wertet nicht auf, sondern die Waffe bzw. das Werkzeug muss aufgewertet werden. So, was haben wir hier? I don't have the proper tools. Ja, auch das kriegt er noch nicht hin. Nur Stein. So, aber wie gesagt, eigentlich sollten wir die Zeit nutzen und sollten Lebewesen suchen. Für Blutessenzen. So, und hier sehen wir eine Basis. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die kann man normalerweise angreifen. Also einnehmen, wenn die verlassen werden, also Spieler sich verziehen oder sowas, oder eben nicht mehr, also keine Blutessenzen sammeln, dann kann man die einnehmen. So, und ich werde jetzt mal so einen Halunke hier angreifen. Aber werde mich mal an dem nähern. So, den sein Blut war zum Beispiel besser als das vom Wolf. So, aber 10% und 15%, also die Tiere und auch die Gegner hier, die erhöhen lediglich unsere physische Kraft ein wenig. So, ich werde mal den Elch hier auch mal angreifen. Ah. Wobei dann doof, dass die alle wegrennen, ne? Könnte es übrigens auch versuchen zu blocken. Also ich sehe ja, dass er mich angreifen will. Oder wenn er mich angreifen will. Bin ich aber nie schnell genug für. So, das habe ich jetzt allerdings abgebrochen, weil dieses Blut ist schlechter wie das andere, was ich da hatte. Und ich wollte nicht lieber die 14% behalten. So, hier ist einer umgehauen worden. Der kann hier quasi seine Beute wieder aufsammeln. Wenn er denn vom, ja, ich sag mal, vom Friedhof wieder hierhin zurückläuft. Der hat jetzt hier die Kisten leer gemacht, also das kann ich jetzt auch nicht klauen. Was ich allerdings einsammeln kann, ist diese Ressourcen hier. Dann mach ich auch kackfrech. Ich auch abgebrochen. Hier ging es mir jetzt nur darum, dass ich meinen Blutvorrat wieder aufstocke. So, töte Lebe. Also es hat immer noch nicht gereicht. Und er überlegt es wahrscheinlich. Ne, wo ist meine Beute? Wo ist meine Beute? Schade, dass er die Kisten hier leer gemacht hat. Ich meine, die Gegner
respawn irgendwann. Also ne, die kommen wieder. Genauso wie ich den Eindruck hatte. Ich kann es allerdings noch nicht 100% bestätigen, dass auch diese Steinvorkommen und so was alles wieder wachsen. Außer man baut halt seine Basis dahin. Was jetzt Basisbauen heißt, kommen wir auch gleich noch zu. So, einfach, ich habe es gerade gesehen. Hier haben wir zum Beispiel einen Gegner, ne, so einen Waldbewohner. Und da war, wo ist er denn jetzt? Da wurde mir ein Totenkopf angezeigt. Das heißt, er hat Level, weiß nicht, 36 oder irgendwie sowas. Ah, da ist er. Und wir sind noch zu schwach, um ihn zu bekämpfen. Der würde uns zwar nicht sofort töten, aber der kann uns richtig was kommen lassen. So, wir brauchen mehr Lebewesen. Egal ob Mensch, ob Tier, wir nuckeln alles leer. Nee, Ballermann-Hit. Da ist was. Ja, okay, da hat schon jemand angegriffen und ihr seht dann auch, also die bleiben dann auf dem HP-Level. Die regenerieren sich auch nicht einfach so. Das heißt, wenn man einfach nur beharrlich genug ist, dann kann man auch so einen großen Gegner irgendwann einfach so wegklatschen. Irgendwie sieht das hier aber, ne, grundsätzlich mit den Lebewesen, die wir auch bekämpfen können, mau aus, oder? Was war das? Leichenstapel, ja, das auch wieder. Ne? Ich will nicht immer so Weltboss sagen, weil das ist halt einfach nur ein größerer Gegner und der macht uns nieder. Aber hier haben wir ein Dörfchen. Lager, Banditenlager. Hier sieht so aus, als hätte sich schon jemand richtig ordentlich ausgetobt. Okay, allzu lange haben wir jetzt aber auch nicht Zeit. Ah, oh nein! Sowas gibt es natürlich auch. Ne, ebenfalls eine Schnapppflanze, die ist gefährlich. Leichenhaufen. Ich fühle mich hier so ein bisschen fehl am Platz. Wir müssen woanders hin. Das Leben als geächteter Vampir ist nicht leicht. Ein Wolf. Zwei Wölfe. So, hat uns aber jeweils dann auch immer 5 Essenzen gebracht. Das ist sehr gut. Einfach nur, weil es eng beieinander steht. Und ihr merkt bereits jetzt, einige Aufgaben dauern länger als andere. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, hier. Immer noch. Ja, Alice. Könnten klopfen. Let me in.
Okay, aber ich sag einfach mal, es wäre schon ein Zufall, wenn jemand aufmacht. Aber auch das werde ich gleich mal ein bisschen genauer erklären. Aber ich würde erst sagen, wir sollten gucken, dass wir noch ein Lebewesen finden. So ein wie den da zum Beispiel. Okay, es wird hell. Schlagartig. Rauer Faden. Oh, was ist denn hier los? Okay, wir können jetzt beanspruchen den Bauplan für ein Schlossherz. Recognize my power. So, und ab da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter, denn uns wird gesagt, ne, benutze die Karte, um den perfekten Bauplatz zu finden, schalte das Bauenmenü ein und aus und baue und interagiere mit einem Schlossherz. Was das jetzt ist, ein Schlossherz, werde ich euch gleich versuchen zu erklären. Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich nicht weggeglüht werde. Und gehe hier erstmal so ein bisschen ran. So, mit geeignetem Platz sind diese Bereiche hier gemeint, während die roten schon eingenommen sind, wie man sieht. Besitzer Alice, ne? Da haben wir gerade geklopft. So, ich würde mal sagen, wir versuchen, hier hinzugehen. Hier bauen Banditen Kupfererz ab, ne? Wichtige Ressource, Kupfererz, irgendwas, was ist... Okay, vielleicht ist... Banditenkupferabbau. Das ist die Mine, glaube ich, eher. Ne? Dann ist das hier wahrscheinlich eher der Bereich, wo wir hin sollten. So, Markierung hinzufügen habe ich jetzt einfach mal gemacht. Wir sind nah dran. Sehen das Ganze auch auf der Minimap. Und ich würde jetzt mal dahin wollen. Die Gegner, die Schläger, die sind allerdings einigermaßen hoch. So, wir müssen in den Bereich, um in Sicherheit zu sein. Ja, was ist jetzt besser? Hier mitten durch die Pampa oder? Ja, Sonne. Man kann sich übrigens auch nicht unendlich in der Sonne aufhalten. Also eigentlich geht es sogar relativ schnell, dass man dann Feuer fängt und dann sehr schnell kaputt geht. Das kann uns gleich auch passieren. So, ich denke, man muss hier irgendwie nach oben kommen. Laufen wir einfach mal so ein bisschen um diese Anhöhe rum. Ein Bär, großer, mächtig Bär. Könnte ich allerdings versuchen, noch anzugreifen, oder? Also auch da, er steht zwar dran, Stufe 18 und bei uns, ja, Ausrüstung, wir sind Stufe 10. Also das ist eigentlich, wäre das dumm, aber es ist nicht unmöglich. So, hier gibt es keinen Aufgang, also wir wollen hier hoch. Ah, das war so ein bisschen vergoldet. Ja, klar. Ah, hier ist der Aufgang. So, hier kann ich auch kurz kämpfen. Weil diese Blutessenzen, die sind immer wichtig. Nee, nicht nur für die Aufgabe. Oh, da müssen wir jetzt aber mal... Oh, das war aber kurz vor knapp. So, hier hat sogar schon jemand angefangen, so eine Palisade zu bauen. Hat
die aber wohl schon zurückgelassen. Okay, es wird aber auch gleich, geht wieder der Mond auf. Also ihr seht auch hier, die Zeit ist hier so ein bisschen, wie soll man sagen, der Serverinhaber hat das so eingestellt, dass der Nachtzyklus ein bisschen länger ist als der Tagzyklus. Also hier geht es von 6 bis 9. Also von 6 Uhr abends bis 9 Uhr morgens ist hier Mondzykluszeit. Könnt ihr so ein bisschen warten, aber ich denke, ich würde jetzt eher mal hier schon mal ein bisschen näher rangehen. Ihr seht, hier sind Dinge. Oh. Schlossherz zuzugreifen. Ich will es hier eigentlich nicht einnehmen. Ich will es hier eigentlich wegmachen. Und neu bauen. Kann ich an seine Truhe ran? Ich reiß seine Palisade weg. Zack, zack. Okay, es wird langsam dunkel, das ist gut. So, das habe ich jetzt nur gemacht, um zu gucken, ob es geht. Wenn ich auf dieses Schlossherz, das ist eigentlich was ich bauen müsste, zugreife. Ich guck mal. Dauert entsprechend. Sowas kann man normalerweise auch einnehmen, wenn das von anderen Spielern zurückgelassen wurde. Ich möchte es jetzt aber eigentlich gar nicht einnehmen. Da sind nämlich unsere Möglichkeiten, ne? Zerstören. Oder Abwehranlagen deaktivieren. Nein, ich glaube, ich drücke mal wirklich, wir drücken auf... Okay, zerstören. So, und machen jetzt unser eigenes Ding. Benutzt die Karte um den perfekten Bauplan. Haben wir. Baue und interagiere mit einem Schlossherzen. Ja, Schlossherz machen wir jetzt noch, beziehungsweise schalte das Baumenü an und aus. Das ist einfach mit B. Und dann können wir hier ein Schlossherz bauen. My castle requires more blood. So, und er sagt uns sofort, ne, mein Schloss braucht mehr Blut. Was das bedeutet, komme ich gleich zu, aber erstmal beanspruchen. An achievement, to be sure. So, jetzt sollen wir nämlich unser Anwesen erweitern, indem wir Böden platzieren und Palisaden und so weiter. Und dieses Schlossherz ist quasi der... Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an Dungeon Keeper oder Dungeon Keeper 2. Das Herz des Dungeons. Und das verlangt nach Blut. Und dieses Blut bekommen wir durch diese Blutessenzen. So, ich werde die mal kurz teilen. Das ist auch ein bisschen... Man kann die immer teilen. Also man kann die... Und dann wieder zusammensetzen. Moment, das habe ich jetzt doof gemacht. Ne, einmal teilen reicht. So, setzen wir hier rein. Schlosskraft. Und jetzt haben wir quasi, unser Schloss hat Energie und ist befestigt für 2 Stunden und 15 Minuten. Und deswegen müssen wir fleißig Gegner umhauen und abmurksen. Damit unser Schloss weiter wachsen kann, beziehungsweise Power hat. So, was heißt jetzt Power? Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Jetzt sollen wir erstmal mit dem Menü bauen. Boden. So, und ihr seht eigentlich schon, uns geht hier so ein bisschen der Platz aus, um alles bauen zu können. Wir müssen also doch ein bisschen weghacken. Und an den Stellen wächst dann auch erstmal nichts mehr nach. Aber man kann durchaus Ressourcen wachsen lassen. Da kommen wir aber auch später nochmal zu. Wenn wir denn überhaupt so weit spielen. Aber ich denke, ausgerechnet diese Art von Spiel, da muss man schon mal ein bisschen mehr als eine Stunde machen. Damit man auch einen ordentlichen Eindruck davon gewinnen kann. Also ich jedenfalls finde, es ist bis auf 2-3 Kleinigkeiten ist es ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Also das Spiel macht doch vieles richtig, hat aber wie gesagt auch noch 2-3 kleinere Mängel irgendwo. Und das liegt mit den Servern selber zusammen oder auch mit der Charaktererstellung. Oder dass man hier einfach sagen kann, ah, ich bin jetzt hier am Server irgendwo gewesen, ich will aber auf demselben Server mit meinen Freunden spielen, aber ich will vielleicht nochmal neu anfangen oder so. Ich meine, ich kann durchaus verstehen, warum das auch nicht funktioniert. Sonst könnte man ja eben halt ja, Ressourcen sammeln, umlungen, weiter Ressourcen sammeln oder einen Clan selber voll machen. Also, ich verstehe die Beweggründe dahinter. Kann die Sache aber auch echt kompliziert machen, wie ich finde. So,
so übertreiben muss oder sollte ich hier jetzt eigentlich gar nicht, aber ich habe das vorausschauenderweise schon mal gemacht. So, wir haben da einen Boden. Ich soll jetzt nur drei Böden platzieren. Allerdings drei Böden bilden ja noch keine wirkliche Basis. Also da muss man schon ein bisschen mehr machen. Und wir haben ja ein bisschen Ressource gesammelt. So, Böden. So, hier können wir nicht, weil... Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, und genau dieses Bauen, das finde oder habe ich sehr, sehr aufwendig empfunden mit dem Gamepad. So, wir werden jetzt hier erstmal die geforderten Wände hinziehen. So, und letzten Endes geht es ja auch darum, dass man sein Lager komplett befestigt. Also, dass man wirklich einen abgeschlossenen Bereich hat, den man dann eventuell später auch vor der Sonne schützen kann, sodass man dann tagsüber in seinem, nennen wir es mal Schloss, durchaus seinem Tagewerk nachgehen kann oder Sachen herstellen kann. Klatsch, klatsch, klatsch. Vorausschauenderweise. Bisschen noch, weil hier ist der Aufgang zu diesem Plateau. Und wie gesagt, wir wollen ja hier doch durchaus langfristig eine Basis aufbauen. Und dafür brauchen wir jetzt den Platz. Weil wir können ja nicht nur Palisaden bauen, also diese Holzwände, die später auch durch Stein ersetzt werden. Fundament, Boden. Hey, wofür sammeln wir denn den ganzen Schlödderadötz? So, und jetzt können wir hier weiterbauen. Beziehungsweise hier kann ich jetzt hingehen und kann sowas machen. Und kann eine Eingangstür dahinsetzen. Hier. Ich mache es. Ja, ich mache es einfach mal. Auch wenn es dann erstmal hier ein kleiner Bereich ist, der gehört dann schon mal komplett uns. Und das Herz, ja, ich lasse es mal da so in der Ecke, aber hier muss, glaube ich, noch weg. Man muss es nicht so groß machen. Also es hätte jetzt wirklich absolut ausgereicht, wenn wir der Aufforderung nachgekommen wären. Und hätten einfach nur drei Palisaden irgendwie aufgebaut. Aber dann, ne, ich habe mir dann am Anfang gedacht, ja, was soll das? Ne, was soll ich mit den drei Palisaden? Ne, das reicht ja nicht. Es ist ja kein geschlossener Bereich. Also das ist halt nur, um die Aufgabe zu erledigen. Aber für das Spiel selber sollte man dann schon ein bisschen mehr machen. Und ihr werdet gleich sehen, also Holz, wir brauchen unglaublich viele Ressourcen. Also aus Holz werden nachher Brettern gemacht und da braucht man wirklich schon 20 Holz, um ein Brett zu kriegen.
werden verschiedene Herstellungsprozesse später durchaus einige Stunden in Anspruch nehmen können. Zack, tschack, tschack, tschack. Oder unser Inventar kann einfach voll sein. Auch dafür ist die Basis hier nicht unwesentlich. So, jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Boden dazu ziehen. Ich habe zum Glück sehr viel Stein. Okay. Verdammt, der sollte eigentlich durchaus noch hier rein. So, ich mach mal diesen hier. Und dann... So, und auf der Seite ebenfalls eine Tür. So, das heißt, wir haben ja jetzt einen Bereich, der ist ganz für uns. Hier ist das Herz. Klick's nochmal an. 15, 16, 17. Also ihr seht, es dauert. Also, weiß jetzt gar nicht. Sieht man hier irgendwo die Zeit von jedem Einzelnen? Man sieht, glaube ich, jetzt nur hier die Gesamtzeit. Ich habe mir ein paar aufgehoben, weil wir brauchen gleich noch für einen Ring weitere Blutessenzen. So, aber wir beanspruchen jetzt erstmal. Jetzt haben wir was gebaut, wo wir schon mal uns heimisch fühlen können. So, wir sollen jetzt einen Holzsack platzieren, sowie eine kleine Truhe und einen Nebel oder eine Nebelfeuerschale. So, ich kann eigentlich auch gleichzeitig erklären, was das ist. Also wir brauchen natürlich irgendwas, wo wir drin schlafen können. Und ja, ich könnte es jetzt hier relativ zentral positionieren. Ich mache es aber trotzdem, ich mache es lieber mal in der Ecke. Weil wegen Sonne gegebenenfalls. Wir haben ja noch kein Dach hier. Also die Sonne kommt ja meistens eher von oben. So, dann haben wir hier eine Kiste, wo wir Ressourcen drin lagern können. Die werde ich mal da hinstellen. Oder ich könnte auch zwei sogar schon da hinstellen. So, und dieses Dingelchen hier, den werde ich jetzt neutral oder zentral positionieren. Denn diese Feuerschale, die ist dafür da, um wieder Knochen reinmachen. Dann generiert die hier so ein Nebelfeld innerhalb unserer Basis. Und der Nebel sorgt dafür, dass die Sonne hier nicht reingeklatscht kommt. Werden wir gleich benutzen. Erstmal werde ich jetzt allerdings beanspruchen, weil wir haben ja alles yet another accomplishment gesetzt. So, und jetzt geht auch schon weiter. Baue und interagiere mit einem Sägewerk. Baue und interagiere mit einer einfachen Werkbank und wir sollen unsere Ausrüstungsstufe erhöhen. So, um die Ausrüstungsstufe zu erhöhen, brauchen wir die Werkbank. Um die Werkbank aber bauen zu können, brauchen wir das Sägewerk. Also baut jetzt so ein bisschen aufeinander auf. Und jetzt achtet mal. So, jetzt stehe ich ja hier in meiner Basis. Die Sonne kommt und gleich wird es auch gefährlich. Ich kann aber Knochen hier reinlegen und das Ding aktivieren. So, jeder Knochen brennt für eine Minute. So, und der erzeugt hier, wie gesagt, so ein Schattenfeld. Ihr seht das hier so ganz schwach, dass sich das hier ausbreitet. Davon kann man natürlich auch mehrere benutzen. Später, wenn wir hier ein Dach drin haben, brauchen wir das wahrscheinlich nicht mehr. So, ich lege hier nochmal ein bisschen mehr rein. Und man könnte jetzt sagen, ja, wir sind jetzt quasi 144 Minuten, sind wir jetzt erstmal geschützt hier drin vor der Sonne. Draußen nicht, aber hier drin. So, das ist aber schon mal ganz gut. Denn so können wir erstmal in Ruhe weiterbauen. So, hier unten ist es jetzt ein bisschen mehr geworden. Lagerung, Herstellung, Veredelung. So, das wollen wir bauen. Geht aber noch nicht. Es fehlen Bretter. Dafür brauchen wir jetzt erstmal ein Sägewerk. So, wo kann ich das Sägewerk am besten... Glaube... Hier kann ich es schön positionieren. So, Sägewerk. Mit dem müssen wir jetzt interagieren, das heißt es benutzen. Und das Sägewerk-Menü öffnet sich. Hier seht ihr jetzt ganz normales Holz. 20 normale Holz ergeben ein Brett.
und ein bisschen Nebenprodukt. Das hier ist normales Holz. Es gibt dann auch noch hier Düsterholz, also auch noch andere Bäume. Heiliges Holz, verfluchtes Holz. Ja, und die geben halt dementsprechend Holz und andere Nebenprodukte. So, Holz haben wir schon gesammelt. 543 und jetzt geht's nämlich los. Obwohl es schon relativ schnell ist. Ich werde mal alles an Holz nehmen und hier reinpacken. Jedes einzelne Holz oder jedes Brett braucht jetzt hier 20 Sekunden. Das heißt, wir brauchen jetzt einiges an Brettern und müssen dann aber dementsprechend warten. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit hier nebenstehen. Also wir können durchaus hier sagen, ja, dann gehen wir in der Zwischenzeit woanders hin. Aber es gibt nicht viel, was wir jetzt tun können. Wir könnten höchstens rausgehen und ein bisschen weiter Ressourcen sammeln, denn das nächste, was wir machen sollen, ist ja eigentlich diese Werkbank, aber wir brauchen dafür 8 Bretter. Das heißt, wir müssen halt 8 mal 20 Sekunden, und das ist noch erträglich, müssen wir hier jetzt erstmal warten, bis wir die Ressource hier wieder rausnehmen können. So, und das ist leider noch nicht alles. Aber mehr können wir noch nicht machen. Wir sollen halt auch unsere Ausrüstung aufpimpen, aber dafür brauchen wir die Werkbank. Deswegen müssen wir jetzt wirklich warten auf das. Ja, hier draußen, die Sonne tobt. Wir können natürlich jederzeit rein und raus. Ah, sehr schön. Aber darüber komme ich jetzt so einfach nicht mehr. Und ja, ressourcentechnisch könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, ja, ich könnte jetzt hier drin die Nebelmaschine auch deaktivieren. Jedenfalls kann ich hier schon mal ein bisschen Platz schaffen, denn im Laufe der Zeit brauchen wir natürlich den Platz, um unsere Basis auch noch größer zu machen. Oh, ich habe mal rechtzeitig den... Ich werde mich mal nähren, weil mir geht auch irgendwie das Blut langsam noch ein bisschen aus. So, mein Blut ist wieder aufgefüllt. Boah, aber ihr merkt, ne, das ist schon schlagartig nervig in der Sonne. Aber gleich wird es wieder dunkel. So, wenn wir uns gleich aufgewertet haben, dann, ich weiß nicht, ob wir schneller Ressourcen abbauen, aber wir bauen mehr ab. So, schauen wir mal. So, wir haben 8 Holz. Wunderbar, wir können die Werkbank bauen. So, hier ist eine schöne Ecke für eine Werkbank, würde ich sagen. So, die können wir natürlich auch drehen. So, Werkbank, wundervoll. So, an die Werkbank kommen wir jetzt auch dran und können auch mit der interagieren, was wir ja auch machen sollen. Baue und interagiere, zack. So, und hier sehen wir jetzt, ne, erinnert mich so ein bisschen an Minecraft. Also in der Hand können wir einige Dinge machen, aber hier können wir mehr machen. So, hier brauchen wir robuste Tierhaut. Also das hier können wir uns durchaus herstellen. Wir können also erstmal unsere Rüstung aufpimpen. Und hier fällt schon auf, dass wir für die nächste Stufe der Rüstung. Also wir brauchen dieses Rüstungsteil, um das hier zu bauen. So, und damit, ich drücke einfach mal drauf und mache das. So, unser altes Rüstungsteil verschwindet. Unser neues ist jetzt hier unten. Das habe ich damals liegen lassen. Beim ersten Mal. Ich werde jetzt einfach mal die Hose auch. So, Handschuhe. So, und Stiefel. So, ohne den ganzen Kladderadatsch, seht ihr, sind wir jetzt nur noch Stufe 6. So, wir legen es wieder an. Sind Stufe 14. So, den Ring habe ich extra jetzt behalten, beziehungsweise ein paar von den Blutessenzen, damit ich auch den Ring sofort aufwerten kann. Der bringt nämlich mit am meisten tatsächlich.
Ja, legen wir auch sofort an und die restlichen kann ich dann eigentlich auch gleich ablegen. So, und dann geht's weiter. Hier oben können wir jetzt unser Schwert, unsere Axt, unsere Keule und einen Knochenspeer aufwerten. Und ich kann ja jetzt nochmal zurückgehen in unser Handmenü. Denn irgendwann muss da der Speer aufgetaucht sein. Ne, oder ich habe nicht drauf geachtet. So, der Speer ist eine weitere Waffe. Zack. So, die wir natürlich auch gerne mitnehmen wollen. Denn zum Bekämpfen oder zum Kämpfen selber ist die gar nicht mal so übel. So, aber erstmal brauchen wir Holz. Denn für die Waffen ist Holz vonnöten. So, ich kann aber auch hier das nächste Holz schon wieder reinlegen. Kann da zumindest zwei Sachen schon wieder herstellen. Und so geht's dann weiter. So, womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, es ist nicht ganz unwesentlich, dass wir Holzeffektive abbauen können. Allerdings wollen wir auch Kupfer abbauen, um an die nächste Stufe hier unten dran zu kommen. So, und da seht ihr im Prinzip schon, worauf das Ganze hinausläuft. Es ist jetzt erstmal eine einfache Werkbank. Wir haben jetzt unsere Rüstung abgegradet. Wir können jetzt unsere Waffen upgraden und unsere Werkzeuge, damit wir die nächsten bauen können. Also wir können jetzt quasi mit... Wo ist das Ding? So, mit diesem Ding kann ich jetzt hier Kupfer abbauen. Und wenn ich dann Kupfer abgebaut habe, kann ich die Kupferkeule machen. Und mit der Kupferkeule kann ich das nächste abbauen. Und so weiter und so weiter. So, wir haben allerdings hier die Ausrüstungsstufe bereits erreicht. Komm, noch einer. Dumm, die dumm, die dumm. Also das Spiel führt uns doch schon durchaus an die nächsten Dinge heran, die wir machen sollen oder machen müssen. So, auf zur Werkbank. So, was kommt als nächstes? Das Schwert. So, womit wir natürlich insgesamt stärker werden. Wir sind jetzt schon Ausrüstungsstufe 20. So, natürlich nicht vergessen, das Schwert auch anzulegen. So, jetzt werden wir uns noch den Speer gleich bauen. Man könnte übrigens auch jetzt hier sagen, also wenn man wirklich sparsam... So, ich kann den hier einfach deaktivieren. Also die Items können da ruhig drin bleiben. Kann auch die nächsten da reinlegen. Aber nachts brauche ich das ja nicht. So, wir beanspruchen erstmal. So, verfolge V-Blutträger mithilfe des V-Blut-Menüs. Entdecke Wissen und Kräfte, indem du das Blut eines V-Blutträgers trinkst. Ja. Da werden wir gleich ein bisschen gucken müssen. Ja, und eigentlich ein bisschen doof, dass wir jetzt nachts hier stehen und das alles machen. Weil man kann sich nachts besser raustrauen. Ohne die ganze Zeit verglüht zu werden. So, wir können jetzt den Knochenspeer bauen. So, mit dem ein oder anderen Gegner da draußen, die vorhin noch Totenkopf waren, könnten wir uns jetzt allerdings schon anlegen. So, K. Bums. So, V-Blut. Stufe 16 ausgeglichen, 4 Ausrüstungsstufen unter dir. Okay, das ist wahrscheinlich das, was ich machen muss. Ne? Also hier steht ein Alpha, ne? Der weiße Wolf. Osten in der Nähe. Also das sind wahrscheinlich diese Bosse. Oder die, die ich dann mal so liebevoll Bosse nenne. Ich drück mal drauf. Okay. Alpha, der weiße Wolf. Stufe 16. Osten, also ist in der Nähe. Die Spur, die er hinterlässt, riecht unverkennbar nach Dracula, dem unsterblichen König. Als er fiel, verfluchte er die Welt von Vardoran mit einem Blutregen. Macht Sinn. Eine Geißel, die unzähligen das Leben kostete. Einige Überlebende wurden unwissentlich vom Regen korrumpiert, ihre Brulute-Linie für immer von seinem Boshaftigkeit ermächtigt.
Punkte. Dieses mächtige Räuber wohnt dieses Vermächtnis inne. Ich meine, das sieht schon irgendwie cool aus, aber Vicky, kennt man das auch nicht, ne? Wolfsform. Oh, und wenn wir das machen, können wir scheinbar eine Wolfsform kriegen. Verwandle dich in eine flinke Kreatur, was deine Bewegungstempo um 60% erhöht. Der Effekt wird abgebrochen, wenn du Schaden erleidest. Aber das könnte uns auch helfen, uns gegebenenfalls in der Sonne zu bewegen. Als Wolf. Wobei, ich weiß es nicht. Blut verfolgen. Ah, okay. Offensichtlich soll ich dahin. So, ja, ja, machen wir einfach mal, ne? So, öffnen, schließen. Also ich meine, hier können auch Dinge rein, aber wie vorhin halt, andere Spieler können anklopfen. Und solange ich hier Blutessenzen drin habe, also das ist die Zeit, die ihr hier seht, kann mir auch keiner was machen. Es kann zwar angegriffen werden, aber ich glaube nur auf PvP-Servern. Also hier ist das jetzt nicht so einfach, mich kaputt zu kriegen. Ich springe mal hier einfach so runter. Ja, damit habe ich da nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. So, das ist auch ganz gut, aber ich fange auch gleichzeitig an, Kupfererz abzubauen. Klatsch, klatsch, klatsch. So, ob das jetzt mehr Stein wird oder ob es schneller insgesamt geht, den Stein dann abzubauen, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir jetzt bessere Ressourcen abbauen können. Bis zum Kupfer halt. Hier, nimm das, du Blume, du. So, dann werden wir uns mal so ein bisschen durchs Gebüsch schlagen. Bärenterritorium, ja, das ist sehr toll. Die Essenzen sind allerdings nicht ganz unwichtig, deswegen habe ich mich dann letztendlich jetzt doch entschieden. Und was ein bisschen untergeht, ist das, was wir hier am Anfang noch hatten. Okay. Ja, komm, da müssen wir mal ran. Aktion habe ich verkackt. Aber. Oh. Es missfällt mir ja so ein bisschen, eigentlich solche Lebewesen anzugreifen. Ja, leider, leider brauchen wir diese Essenzen. So, und jetzt könnte ich eigentlich auch mal kurz gucken. Oh, gleich wird es auch schon wieder hell. Das ist natürlich toll. Blutheilung in Gesamt. Also hier, Control. Was ist denn das hier? Control ist er hier. Und dann kommt auf einmal so was hier. Eine Vene darbieten oder diesen hier, ne? Dann zack. Blood sustains me. So, jetzt wird hier Blut abgezogen, aber dafür unsere HP wieder hergestellt. Wir sind voll. Ja, wir
müssen halt mal gucken. Wir müssen den V-Blutträger, den wollen wir kriegen. Große Bär. So ein ganz kleines bisschen. Da, ein Wolf. Oh, aber auch gleichzeitig ein böser Gegner. Die bekämpfen sich übrigens auch gegenseitig. Oh, das war ein heftiger Schlag. Das ist jetzt nicht so günstig gelaufen. Das ist aber gar nicht günstig gelaufen. Ist der Wolf, der liegt jetzt da und ich müsste mich eigentlich erstmal hier wieder... From my veins, I rejuvenate. Genau. Das sieht aber aus, als wenn da noch ein bisschen Leben drin steckt. Vielleicht kann ich den noch in den Arsch beißen. Vielleicht geht das. Das dauert. Okay. Taste of knowledge. Die doofe Sonne. Ganz nebenbei, an der Stelle, also ich meine, bis vor dem Wolf, also den Wolf selber habe ich selber noch gar nicht erlegt. Weiter bin ich bei mir selber auch noch nicht. Ressource, die wollte ich mir jetzt unbedingt noch mitnehmen. So, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Der Wolfsflamm. So. Nee, auch als Wolf kann ich mich nicht so einfach in der Sonne aufhalten. Das wäre natürlich, wäre es jetzt noch gewesen. Okay, aber... An achievement, to be sure. Spiegel. Jage weitere V-Blutträger. Okay, dann werden wir gleich auch nochmal... kriegen wir dann noch hin? Ja, könnten wir eventuell nochmal gucken. Entdecke neue Zaubersprüche und rüste sie im Menü Zauberbuch aus. Erstmal muss ich gucken, wo kriege ich eventuell ein bisschen Blut her. Oh, das hat er gehört. Der Elch. So, machen wir erstmal unsere Map wieder auf. Da sind wir und wir könnten auch hier jetzt eine Basis hinbauen, wohlbemerkt. Aber je mehr Basen man hat, ne? So, da ist ein Kaufmann. Ich will jetzt eigentlich nur mein Schlossherz markieren und zurücklaufen. 60% schneller. Ja, das ist schon ein bisschen cool. Also ich glaube, man kann auch später Reittiere und so weiter alles hier kriegen.
Okay, das blutige Blut geht mir langsam aus. Ich kann aber auch alternativ, werde ich wahrscheinlich gleich mal machen müssen, die eine oder andere Ratte kann ich wegschlabbern. Mehrere Dinge schief gelaufen. Zum einen haben wir so ein Baumwesen bei uns hier jetzt mit reingelassen. Ja, und jetzt haben wir den Salat, ne? Also a pleasing slumber. Ja, aber ich bin hier so im Teilschatten. Ich kann Nebelschale anwerfen. So, alles klar. Und die Tür zumachen. So, habe ich nennenswerte Hölzer geangelt, gesammelt? Ja, habe ich. Sofort rein damit. So, 15 haben wir wieder übrig. Ich habe ein bisschen Kupfererz gesammelt. Und auch wenn mir das Spiel das jetzt noch nicht sagt, kann ich natürlich weitermachen. So, Schlossherz. Ja, da haben wir wieder ein bisschen was. Hinein. So, auf einmal sind wir schon bei 9 Stunden, die mir keiner um den Sack gehen kann. 13 Stunden, die mir keiner um den Sack gehen kann. Wobei, ich werde zwischendurch wahrscheinlich wieder auf meinen anderen Server wechseln und weiterspielen. Gucken wir erstmal kurz hier bei Kupferbarren. Oh, und auch 16 Kupferbarren. Also das ist, das dauert schon. Also ist schon ein bisschen. Was haben wir hier? Kupferbarren. Leder. So, und wie gesagt, wir können jetzt hier schon ein bisschen weiter loslegen, auch wenn das Spiel uns das eigentlich so gar nicht sagt, was die Veredelung angeht, weil wir sehen ja hier, wir können einen Schmelzofen bauen. Mit Schmelzofen können wir Kupfer machen. Wir können eine Blutpresse nehmen, um aus... Moment. Biomaterial steht da nur. Ungeziefernest. Das klingt eigentlich total interessant, ne? Ungeziefernest. Drehen wir mal um. Ich pack mal hier so ein Ding hin. So, ein Schmelzofen. Würde ich mir direkt mal hier hinstellen. Ja, ich weiß, es ist jetzt auch nicht schön positioniert oder gebaut, ne, aber es ist halt erstmal was wir für den Anfang haben müssen. Ein Mahlwerk. Okay, dafür brauchen wir schon Kupferbarren und auch Wetzsteine. Jetzt gucken wir erstmal, wie sieht das denn aus mit dem Schmelzofen. Also im Grunde ist das alles das Gleiche. Ne? Wir brauchen Kupfererz, um Barren zu kriegen. Wir brauchen 20 Erz für einen Barren. Ihr habt gerade gesehen, was wir brauchen. Ich habe gerade mal 33. Ja, also die Post kann abgehen. Das wird dauern. Es gilt, sehr viel zu sammeln. So, Ungeziefer. Was ist das hier? Wir können also, so wie es aussieht, aus Knochen und bla 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 eine Ratte machen. Wir können aus Gräten. Okay, so was habe ich ja alles noch nicht. Okay, so ein paar Ratten können aber nicht schaden. Ich würde mal das hier... Und das hier. Schon interessant. Ich meine 12, also das ist schon nicht so viel. Aber immerhin besser als gar nichts. Denn auch Ratten, und das ist das, was ich ja gerade machen wollte, wir können ja Ratten einfach so zu uns nehmen. So, dadurch ändert sich allerdings unsere Blutgruppe. Also wir hätten jetzt zum Beispiel diesen Geschwindigkeitsvorteil, den wir durch unsere Blutqualität haben. Der ist jetzt weg. Also jetzt haben wir Blutqualität 0, ne? Ist halt Ratte. Aber besser als gar kein Blut. So, ach, guck mal, das ist auch. Die Ratten müssen wir da auch noch selber einfangen, die dann kommen. Okay, aber ich denke mal, die können auch nicht einfach hier so entfliehen.
So. Ja, und so geht's dann weiter. Immer weiter aufbauend. So, ich gehe mal hier an so eine Kiste dran. Könnte ich dann so Sägespäne zum Beispiel einfach mal einlagern. Robuste Tierhaut. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Okay, Blutpresse, Ungeziefer irgendwas, Mahlwerk. Herstellung. Lagerung. Was ist mit Dominanz? Altar der Erinnerung. Mein Zauberbuch zurücksetzen, ja, ja. Ein Spiegel. Kannst du deinen Vampir gestalten? Okay, das ist jetzt nur bedingt interessant. Beleuchtung, ja. Anbaufläche, Veredelung, Herstellung, Lagerung, Vampir-Tresor. Schloss, Wände, Fundament. Okay, da hat sich noch nicht viel getan. Hätte ich jetzt eher gedacht, so eine Blutpresse nehme ich mir auch nochmal. Einfach nur, das war eine Blutpresse haben. Sieht witzig aus. So, was packen wir in die Blutpresse? Und die will jetzt wiederum, ne, aus Ratten könnten wir jetzt das machen. Oder aus Herzen. Okay, ich habe 7. So. So, und eigentlich bin ich ja so ein kleiner Freund von so Aufbauspielen, ne? Verbesserte Blutessenz. Okay, das wird wahrscheinlich dann letzten Endes einfach dicker sein, ne? Ihr seht ja hier, aus 200 können wir da eine machen. Was ist dann das hier? Ein unbeflecktes Herz. Wir haben verdorbene Herzen. Holz wird gemahlen. Ja, da sind wir schon. Ja. Kupfer ist jetzt noch nicht so viel. So, leere Glasflaschen. Was haben wir dann hier? Zur Herstellung von Sprengstoff. Was? Schwefelerz. Das ist irgendwie witzig. So, aber das brauchen wir ja nicht nur dafür. Und deswegen, ne, Survival. Ich meine, hier ist noch ordentlich was drin. Neues V-Blut bezwungen. K-Belohnung anzeigen. Oh, okay. Habe ich jetzt gar nicht so dran geguckt. So, den haben wir. Es geht also weiter. Die Frostbogenschützin, Erol der Steinbrecher und Rufus der Vorarbeiter. Ich würde mal sagen, auf den hier klicken wir mal als erstes. Zauberpunkt Frost. Gerbergeselle. Aha, so werden wir wahrscheinlich unsere Fähigkeiten auch freischalten, so wie es aussieht, ne? Weil ein Gerbergestell, so war das. Wo wir dann Leder draus machen können. Ja, okay, okay. So, könnte man natürlich jetzt auch sofort losrennen.
irgendwas anderes können wir ja momentan sowieso nicht machen, würde ich sagen. Ne? Komm, wir machen einfach mal hier ganz, ganz fix. Ganz, ganz fix gehen wir die jetzt mal suchen, solange es noch ein bisschen dunkel ist, damit uns nicht hier tagsüber noch die Sonne um den Sack geht. Puls! Okay, das hier allerdings, da muss ich dann mal innehalten und abbauen. Distanz sehr weit entfernt. So, aber ich denke, ausgerechnet da mit dem Leder ist nicht ganz unwichtig. Hier, wir können allerdings auch mal den hier versuchen, ne? So, Schaden unterbricht das Dingen. Jetzt finden wir auf einmal überall Kupfer. Wir brauchen eine Menge Kupfer. Wolfsform. Ausgerechnet hier, wo wir so schön viel Kupfer haben. Aber hier hat es auch einen anderen dahin gerafft. komm, woher? Hier. Komm, einfach mal durch die Gegnermassen durch. In der Hoffnung, dass wir keinen Schaden nehmen. Ein bisschen näher rankommen. Ihr seht schon kommen. Wir kommen genau rechtzeitig an, wenn es tags wird und die Sonne wieder knallt. Ja, schön. Doch hier, ne, brauche ich alles. Au. Mr. Alpha. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das Spiel irgendwas sagen möchte.
Ja, so kann es auch gehen. So haben wir das auch mal gesehen irgendwo, ne? Okay, was soll ich sagen? Ich könnte es jetzt einfach so nutzen. Also ne, über Spiel laden könnte man jetzt versuchen, auch wieder auf den Server zurückzukommen. Kann auch sein, dass der einfach gerade nur einen Restart macht oder sonst was. Aber wir sind jetzt bei 1.30 und ich denke, das wesentliche Prinzip haben wir gesehen. Und es sollte auch dementsprechend ausreichen. Mir auf jeden Fall gefällt das Spiel. Also, das ist wirklich so, wie soll man sagen, man hat so immer den Drang, ja, noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Das macht einfach Spaß, dieses ganze Gefarme und Gesammel. Ich weiß nicht, wie lange, aber es macht Spaß. Also ich denke, ich werde das hier ein bisschen spielen. Ob ich ein Let's Play daraus mache, schwierig. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Ich muss es mir überlegen, ne? Oder schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob das was ist, was ihr euch angucken würdet. Aber ich denke, das ist eher was ihr selber spielen wollen würdet. Es ist auf jeden Fall interessant, vor allem auch in der Gruppe, weil diese ganze Sammelaktion, auch Kämpfen, man kann ja in der Gruppe zu, also so einen Gegner bekämpfen. Man kann in der Gruppe Holz sammeln, die Ressourcen. Das, stellt euch vor, ihr macht das zu viert oder also zu zweit alleine schon. Also zu zweit ist doppelt so viel, doppelt so schnell. Auf der anderen Seite braucht man aber auch doppelt so viele Ressourcen für manche Dinge. Man muss nicht alles doppelt und dreifach bauen. Eine Werkbank reicht, beide können sie benutzen. Die Ressourcen, ja, wie gesagt, werden halt so ein bisschen aufgeteilt auf der einen Seite, aber das kann durchaus reizvoll sein. Freunde, ich würde sagen, der erste Eindruck von V Rising ist gesetzt. Ja, passende Serverunterbrechung halt, ne? Und ja, ich hoffe, ihr hattet ganz klein bisschen Spaß. Ich habe nicht zu viel daher geplappert und ja, schauen wir mal, ne? Kauft euch V Rising, spielt V Rising. Ich krieg da nichts für, ne? Aber macht Spaß. Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ne, lasst euch nicht von Vampiren in den Arsch beißen und wir sehen uns dann ein andermal. In diesem Sinne, schönen guten Abend.